Rider 1 wird Ihnen präsentiert von Florian Kiel, Let's Play FK. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr mal wieder Tomb Raider 1 genießen wollt. Denn hier geht es wirklich ab. Hier geht es wirklich zur Sache und ihr werdet sehen, wir sind noch immer in Griechenland und... Hi. Ey, ein Affenbug. Ein Affenbug. Geblinkt. Genau, ich wollte schon sagen, geblunken. Das gibt's gar nicht, das Wort. Ey Leute, der Affe hat geblunken. Geblunken. Ey Leute. Der Affe hat geblunken. Danke. Und schon sind die Affen tot. So, das ist natürlich alles mal wieder aus Versehen geschehen. Oh. Oh nein. Möchte ich da schon rein? Fragezeichen. Erstmal das große Medipack. So, das große Medipack, das hat sich ja quasi so angeboten. Es hat gesagt, nimm mich. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil da drin die Hölle abgeht. So, ist ja auch egal. Wir gehen da rein. So, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir gucken, was uns hier erwartet. Und wir sind an einem Hebel. Okay, sehr spannend. Okay, der Garten Eden hat sich geöffnet. So, gehen wir zum Garten Eden rüber. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wo sich dieser Garten befindet, aber tun wir mal an dieser Stelle so, als wüssten wir das. So, Tomb Raider 1 ist von der Grafik... So, ist zwar nicht das grafische Multitalent, aber es ist eines der geilsten Games ever. 1996 auf den Markt geschmissen für uns, für euch, für alle anderen, die gerne zocken. Wo kommst du her? Aus welcher Mülltonne hat man dich denn befreit? So, okay, hier waren wir schon mal. Da ist jetzt ein Durchgang geschaffen worden. Okay, alles klar. Oder auch nicht. Wahrscheinlich sind wir da schon tausendmal durchgegangen. Da müssen wir im Endeffekt irgendwann mal hoch. Das weiß ich. Nichts mehr. Oh. Okay. Es wirkt ja alles so ein bisschen groß, ne? Wirkt ja alles ein bisschen groß und das ist so eine Falle, oder? Nee. Okay. Ich wollte gucken, was eine Falle ist. Boah, ist das großkotzig, Freunde. Hallo, hier sind doch bestimmt Affen. Könnt ihr mir nicht sagen. Ich habe schon ein bisschen oft gespeichert auf diese ganze Scheiße. Palast des Midas. Jop. Geil. Geil. Palast des Midas, Freunde. Da hat man so einiges vor. Besonders in der alten Tomb Raider Version. Da hat man im Palast des Midas so einiges vor. Und ich kann euch sagen, das ist dieser Palast, wo diese Statue ist, die Lara zu Gold werden lässt. Ich weiß nicht, ob ihr euch den sind. Genau das ist es.
So, da konnte man aber auch, glaube ich, noch nach hinten durchkracken. Oh, dieses Erschrecken. So, die können wir... die können wir natürlich gebrauchen. Geil. Geht ja hier schon los. Butcher. Das war für mich auf jeden Fall ein Secret. Da hätte es auch Bling machen können, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Wer weiß, ich bin mir da immer nicht so sicher. Denn an dieser Stelle bin ich eigentlich immer sehr verwirrt. Ja, das kann ich euch ehrlich sagen. An dieser Stelle bin ich immer verwirrt. Weil ich immer nicht weiter weiß. Schon früher nicht. So, aber ich glaube, das nimmt mir keiner übel, oder? An dieser Stelle. Ich glaube, man muss jetzt erstmal irgendwie hochspielen. Und in diesem Palast waren dann auch diese Bleibarren, die man holen muss. Und zu Goldform und dann geht irgendwie ein Tor auf und man kommt irgendwo hin. Ich weiß ja wohin, aber ich möchte ja nicht unnötig sagen, wo wir landen. Kannst du das schon? Nein, dafür bist du noch zu ungelenkig, liebe Lara. Ja, dafür bist du noch zu ungelenkig. So. Ja, heute bin ich natürlich dabei, extrem viele Videos aufzunehmen, weil jetzt das Wochenende kommt und am Wochenende da habe ich leider keine Zeit. Nein, da wird sich die Zeit ein wenig schlechter Dankeschön. So. Ich weiß, wo wir sind. Und das kann gut sein, muss es aber zwangsläufig nicht. So, wir gucken uns hier erstmal um, was es denn hier so zu tun gibt, weil ich bin der Meinung, hier kommen noch ein paar Affen. Oder auch nicht. Da konnte man hoch, da gab es ein Medipack, das hatte man gekriegt, wenn man da Anlauf nimmt und so weiter. Ja, genau, da gab es auch irgendwas, da musste man aber diese Zahlenkombination eingeben. Ich glaube, hoch, runter, 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 hoch. Also die beiden, ich zeige euch das gleich. So, aber ich glaube, bevor das geht, müssen wir uns erstmal hier ein bisschen umschauen und das hier alles ein bisschen kennenlernen. Denn, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen anders als bei Anniversary. Ein bisschen sehr anders. So, denn der Palast des Midas ist hier sehr komplex, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, wie die das hingekriegt haben, dass es in so einem alten Spiel so ohne Ende komplex ist und in der neuen Version ist das irgendwie total plump. Da ist dieser Palast des Midas echt plump. Das tut mir leid, das so sagen zu müssen, ne? Aber das ist mein Empfinden. Ich finde, die hätten da echt mehr rausholen müssen. So. Aber egal, das ist halt meine Meinung. Tomb Raider Anniversary ist für seine Qualität auch geil. Aber dieses hier ist das Original und es bleibt für mich das Original. Da kann kommen, was wolle. Da können sie so viele Remakes basteln, wie sie wollen. Das hier war mein absolutes Lieblings-Tomb Raider. Ganz früher, wo ich noch ein kleiner Butschi war. Und es war halt mein Anfang. Es war halt der Anfang. Geht das so? Ich glaube ja. Es war halt der Originalanfang für mich. So hat alles begonnen. So habe ich angefangen, Tomb Raider zu zocken 1996. Und habe gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ja, ich hab's Geschenk gekriegt, muss ich zugeben. Ja, ich hab's Geschenk gekriegt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was soll ich mit dem Müll denn? Und irgendwann eines Tages... Okay, da kommen wir nicht rauf. Das ist ja doof. Okay. Why? Können wir da nicht den Stein rausziehen oder so? Nee, das ist kein Stein. Okay. Ja, keine Ahnung, Freunde. Da weiß ich nicht weiter. Das kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht mit absolutem Reingewissen sagen, was das ist. Warum das so ist. Warum ist das so? Und wir machen erstmal hier an dieser Stelle. Das ist übrigens unser jetziges Arbeitsfeld. Wir haben eine Zeichen gesehen. Und dementsprechend muss man diese Hebel positionieren, damit sich eine Tür öffnet. Und ich möchte erstmal da nach oben und gucken, was mich da erwartet. So, klingt blöd. Ich glaube, jetzt ist die Tür aufgegangen. Ich glaube es. Nö.
Dann ist das Omega-Zeichen, dass es nach oben steht. Okay. So. Das werde ich eh nochmal 1000 Mal bringen. So, ich will jetzt aber in diesen Turm. Da oben gibt es was zu holen. So, und da gibt es keine drei Meinungen. So, dann müssen die beiden äußeren nach runter. Dann müssen diese hier runter. Was ich jetzt nicht weiter schlimm finde. So. Lara, meine Gutste. Zieh den Hebel. Und schon müsste die Tür auf sein. Das muss ich jetzt auch nicht kontrollieren. Ich vertraue einfach dem Spiel. Ich weiß, man soll dem Spiel nicht vertrauen, aber ich tue es. Ich tue es einfach, weil es ist ein tolles Spiel. Es ist einfach das tolle Tomb Raider 1. Und dem Spiel vertraue ich. Blind. Wohlgemerkt. Obwohl das Spiel für mich nicht blind ist. Nein. Und es müsste doch die Tür auf sein, oder? Genau. Wir haben es richtig gemacht. Das war aber nicht schön, dass du hier mich so erschreckst. Das fand ich nicht gut. So, das ist dieser... Ah, das ist dieser Midas-Raum. Okay. Was müssen wir denn hier machen? Trotz alledem möchte ich gerne diese Extras, die hier auf dem Balkon liegen. Möchte ich schon haben. Genau. So, und jetzt muss man hier diese einzelnen Räume machen, wie ihr das ja auch kennt aus dem Palast des Midas. Ja, das kommt hier genauso. Das ist hier alles eigentlich im Prinzip genauso aufgezogen, nur dass das hier alles ein bisschen großkotziger ist. Was ich aber eigentlich gar nicht so schlecht finde. Denn so hat man einfach ein bisschen mehr zu tun und ein bisschen mehr Lebens... Freude, sag ich jetzt mal. Nein, ein bisschen mehr Spiel und Spaß. Und ich weiß gar nicht, wie viele Plätze wir davon eigentlich... Mussten wir wirklich 3 hier sammeln? Ja. Wir mussten 3 Plätze sammeln. So, das können wir natürlich wie folgt machen. Jetzt haben wir ja gerade diesen Code eingegeben. Runter, hoch, 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 runter. Dadurch öffnet sich diese Tür. Jetzt können wir uns die nächste Tür anschauen. Zum Beispiel die mit den Stacheln da. Das wäre dann hoch, hoch, runter. Also im Prinzip die letzten, der letzte und der vorletzte müssen runter. Der letzte und vorletzte. Versuchen wir uns zu merken. Der letzte und der vorletzte müssen runter. Ja, gucken wir mal, dass wir das auch hinkriegen. Der letzte und der vorletzte. Ich versuche mir das immer so zu merken. Der letzte und der vorletzte müssen runter. So. Gut. Und, nein, nicht du. Du musst runter. Dadurch geht diese Tür auf. Und schon dürfen wir wieder dahin. Ja, wir dürfen im Prinzip den ganzen Tag an diesem Schaltpult arbeiten. Immer Stück für Stück. Ja, solange wir Freude haben an diesem Schaltpult, vergeht die Zeit auch schnell. So, wir laufen hier runter. Das ist doch mal wieder alles wunderbar. Ach ja, schön, dass ihr übrigens dabei seid. Tomb Raider 1. Ihr unterstützt es natürlich hiermit. Ich würde mir wirklich so ein originales Remake mal wünschen, wisst ihr? Why? Geht nicht. Why? Warum geht denn das nicht? Hallo? Oder war das jetzt irgendwie anders? Hm. Das ist schlecht. Das ist jetzt wirklich doof. Die Y-Dinger sind doch sozusagen runter. Das haben wir doch gemacht. Aber vielleicht meinen die das ja andersrum. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Oder der Raum ist fake. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gucken wir uns das nochmal an. Das finde ich jetzt irgendwie gemein. Das finde ich jetzt irgendwie nicht nett. Das ist nicht nett. Ja, ich habe das so gemacht. Ich habe das so gemacht, wie die das gemeint haben. Okay, egal. Fangen wir erstmal mit einem anderen Raum an. Das muss ja irgendwie gehen. So, wo ist der nächste Raum? Da. Das Y heißt wohl anscheinend runter. Glaube ich. So, das heißt, da muss nur der hoch. Ob das wirklich stimmt, ob das wirklich richtig ist, sehen wir, wenn die Tür aufgeht. Und
Ja, da ist es jetzt richtig. Leute. Komisch. Komisch. Das Spiel will mich jetzt so ein bisschen verhohnepiepeln. Kann das sein? Egal. Gehen wir in diesen Raum. Da haben wir was zu tun. Ein bisschen will mich das Spiel verarschen. Sehr, sehr schade, aber egal. So, laufen wir hier rum. Ich glaube, da kommt auch gleich wieder ein bisschen... So. Ein paar Kreaturen, würde ich sagen. Oh nein. Das Feuer. Das ist hier super schwer. So, wir haben das Feuerwesen vor uns, Freunde. Das wollen wir natürlich auch machen und natürlich auch schaffen. Aber das Ganze, das kriegen wir im nächsten Videopart. Ich verabschiede mich von euch und sage danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr mich so unterstützt. Let's play, mein Name.